Herzlich willkommen zum Wissensbooster mit einer weiteren Episode meiner Quizshow. Letzte Runde hatte ich euch gefragt, wie groß denn der größte lebende Mensch der Welt ist, und das waren eure Antworten. Ihr tippt auf 2,51 Meter und ihr kennt den Typen anscheinend, das ist richtig. Er heißt Sultan Kösen, kommt aus der Türkei und er ist ein wahrer Gigant. Er wiegt 155 Kilogramm, trägt Schuhgröße 62 und hat auch die größten Hände einer lebenden Person mit 28,5 cm. Ausgelöst wurde der Riesenwuchs bei ihm durch einen Tumor hinter dem Auge. Dieser störte die geregelte Ausschüttung von Somatropin, einem Wachstumshormon, das im Hypothalamus gebildet wird. 2008 wurde der Tumor erfolgreich entfernt, doch Sultan Kösen ist zwar durch seine Größe berühmt, aber er kann sich nicht ohne Gehhilfe bewegen, also gesundheitlich geht es ihm nicht wirklich gut. Er war allerdings nicht der größte Mensch aller Zeiten. Das war Robert Wadlow mit einer Körpergröße von 2,72 Meter. Hier habt ihr ein Bild, wo er neben seinem Vater steht, der 1,82 Meter groß ist, also ein wirklicher Riese. Mit 10 Jahren war er bereits 2 Meter groß und wog an die 100 Kilogramm. Ja, ganz so groß bin ich nicht, aber ich hoffe, ihr habt was gelernt in diesem Video. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, das hilft mir wirklich sehr und es freut mich. Und damit kommen wir zur Frage für die nächste Episode. Dafür konntet ihr wie immer die Kategorie wählen und habt euch für die Wissenschaft entschieden. Und die Frage lautet wie folgt. Welche chemische Verbindung wird als Kältemittel in Klimaanlagen verwendet? Antwort A. Ammoniak, B. Essig, C. Salzsäure oder D. Natriumcarbonat. Die Antwort gibt es im nächsten Video. Der Link zur Abstimmung ist unten in der Videobeschreibung. Und bis zur nächsten Folge könnt ihr euch rechts noch ein Video über die Funktionsweise eines Hörgeräts anschauen oder ihr folgt mir auf Twitter, da bin ich auch seit kurzem aktiv und poste regelmäßig interessante Infos zu meinen Videos, aber auch einfach nur wirklich coole Fakten. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Bis dahin, ciao!